Was geht? Heute geht's nach Stuttgart mit Loopy und Headshot. Und ich werde auf jeden Fall ganz viel worken. Ich glaube, das ist richtig fetzig. Die Loopy und ich wären auf jeden Fall ein Zimmer zu zweit. Morgen geht's für Pizza Hut und am Donnerstag für Headshot. Ich muss noch meine Haare färben im Hotel. Machen wir. So, ich bin jetzt ready für die Fahrt nach Stuttgart. Hab ein einfaches Make-up gemacht. Nothing special. Und ich habe meine Nägel gemacht. Ich habe auf jeden Fall jetzt das erste Mal Fake Nails. Ich werde jetzt gleich abgeholt. Die Loopy ist jetzt gerade schon, glaube ich, abgeholt worden von meinen Chefs. Und dann geht's los. Der ist da. Stuttgart. Mit der Schloppy. Wir sind da angekommen. So, wir sind da. Das ist unser Hotelzimmer. Yay, chillig. Also wir haben ein Doppelbett, damit wir kuscheln können. Und ich zeige euch jetzt mal ganz kurz das Zimmer. Also hier ist das Bett. Ne? Hier ist ein Spiegel. Oh ne, jetzt sieht man, wie unprofessionell ich bin. Okay, und dann haben wir hier unser Bad. Wir haben eine Badewanne. Und so kleine Klitze, kleine Dinge. Hier seht ihr wieder, wie unprofessionell ich bin. Hier ist ein Spiegel. Noch ein Spiegel. Und das war's auch schon eigentlich. Nur ein Fernseher. Da läuft bestimmt South Park. Läuft immer South Park, wenn ich im Hotel ankomme. Ja. 0.25 Uhr, um 9.30 Uhr gibt es Frühstück. So meine Haare morgen färben und mich schminken. Wird gut. Wird wahrscheinlich nicht gut, aber egal. Doch, es wird gut. Wird gut. Das ist kleine Hutchen. So, Tag 1. Ich bin nackt. Oh, warte. Tag 1. Wir gehen jetzt frühstücken. Dann gehen wir da hin ins Zimmer. Färbe ich meine Haare. Du bist gleich nicht mehr nackt. Moment. Dann muss ich mich schminken und dann gehen wir los zu Pizza. Pizza. Gucken, ob das überhaupt alles so funktioniert. Alles kriegen wir schon hin. Wenn nicht, machen wir das trotzdem. Ist mir egal. Ist mir scheißegal. Voll egal, was sie sagen. Ich war auf dem Fernseher. So geil. Ja. So, wir waren jetzt frühstücken. Da ist die Schloppy, die ist hier fleißig am Arbeiten. Ich habe schon was vorbereitet für Pizza Hut. Ich war jetzt Haare färben. Meine Hände sind jetzt auch blau, das ist ein bisschen blöd für Pizza Hut Shooting, aber vielleicht kriege ich es ja noch weg. Wir müssen auch so in, weiß ich nicht wann los, halb zwei, ne? Zwei Stündchen. Habe ich jetzt noch Zeit, mich fertig zu machen? Dann gehen wir los. Das ist mein Look für Pizza Hut, also ohne die Jacke. Wir sind hier richtig am Content machen, mit Leuten am Reden die ganze Zeit, alles gleichzeitig. Das ist aber ganz cool. Auf jeden Fall, das ist mein Look. Aber ich lasse die Jacke auf jeden Fall aus. Das ist die Loopy. Aber die zieht auch diese Jacke an. Weil wir sind ja Besties. Also wir arbeiten darauf hin. Ja, ich habe meine Tasche schon gepackt. Selfie-Stick kommt noch. Und dann geht's los. Mir hat richtig wehgetan. Mir gerade richtig wehgetan mit diesem Selfie-Stick. Und ich wollte es euch eigentlich nicht sagen, aber ich sag euch ja alles so. Kuss. Zum Weg zur Pizza Hut mit der Loopy. Du musst mir mal ein YouTube-Video, Andi. Natürlich hat das ist mein Chef. Ja, ich fühle mich sehr chefig heute. Ja, das ist der Andi. Wir sind jetzt bei Pizza Hut. Wir werden jetzt hier gleich ein bisschen Content machen. Seht ihr das? Der Proof, dass wir bei Pizza Hut sind. It's Bappin, das Shooting ist vorbei und wir sind jetzt bei Starbucks auf Chefs Nacken. War ich ganz cool, ein bisschen unentspannt am Anfang, ist aber auch eigentlich relativ egal, weil die Schloppy ist halt einfach ein Profi und die Bilder werden halt trotzdem richtig geil sein. Und jetzt ist eigentlich nur noch Chillimille, dann treffe ich mich noch mit meinem Mod, den Kami später. Der wohnt nämlich hier in Stuttgart. Und morgen ist das Headshot-Shooting und das ist einfach um 10.30 Uhr. 10.30 Uhr, das ist ganz schön früh. Wir sind jetzt bei Sausalitos, ich weiß nicht, ob er mich hört. Hallo, hallo, hallo. Das ist Kami. Das ist die Loopy. Ja. Im Tag 2 in Stuttgart. Bin um 7.30 Uhr aufgestanden, um diesen Look zu machen. Wir suchen jetzt das Auto, weil die Loopy und ich nämlich gar keine Ahnung haben. Nee. Keine Ahnung, wo wir hin müssen. Keine Ahnung, wo wir hin müssen. Scheiße. Weil die Sender sind schon losgegangen und wir wissen jetzt gerade nicht, was Auto ist. Okay. Wir haben das Auto gefunden. Okay, und hier ist nochmal das, was ich anhabe. Ohne Jacke. Wir haben auch den Andi gefunden. Wir waren komplett im falschen Stockwerk. Zweimal. Aber egal. Wir gehen jetzt frühstücken. Wir gehen jetzt zum Headshot-Shooting. Ich bin ehrlich gesagt, ich habe gar keine Ahnung, ob ich überhaupt genug Material aufgenommen habe im YouTube-Format. Back to the YouTube. Wir sind auf dem Weg zum Blumenladen, denn wir haben heute ein Valentinstags-Shooting im Goff-Style. Bilder seht ihr ja dann auch. Und ich darf vorne sitzen, weil da hinten sitzt ein Hund und ich mag keine Hunde. Mhm. Jetzt kriege ich wieder voll viel Shitstorm, weil ich keine Hunde mag. Aber das ist okay, weil man muss nicht alles mögen. Ja. Also, ich bin ein bisschen drauf. Ich glaube, man halt nicht so ein. Oder was auch. Wir sind jetzt im Café Wundervoll. Das ist schon was länger. Ich suche hier nochmal. Ich bin fleißig am Arbeiten, fleißig am Sitzen. Und dann warten. Ich bin hässlich heute. Heute bin ich hässlich. Alter, ich sehe so scheiße aus in meinen Videos. Egal, auf jeden Fall. Und das ist das Café Wundervoll.
Hier ist so eine richtig geile Deko. Deckenbeleuchtung ist halt total geil. Hier ist es super cozy. Wir haben hier halt so Schaukeln. Super krasse Models. Ist halt echt krass. Und die Models, die haben auch richtig Bock. Alle in diesem Gothic-Shooting. Der Andi ist natürlich der goffste von uns allen. Mhm. Wenn man zum Beispiel sowas sieht, denkt man sich so, Girl, was ist dieses Make-up? Oder was ist dieses Make-up? Oder was ist dieses Make-up? Oder dieses... Ja, es ist halt schon krass. Und dann bin ich hier. Aber natürlich mit dem X. Wir sind jetzt hier an so einem Rosenschloss oder so und hier knallen die Haarfarben extremst. Wir sind jetzt hier auch gerade die beiden am Shooten. Gerade schon ein Gruppenfoto gemacht, das ist alles, meine Augen drehen, seht ihr das? Meine Nase ist rot, alles schrecklich. Aber dafür gibt es ja Photoshop. Und ich habe die Jacke, schön, oder?